Und es geht gegen Harald Harlos. Mensch, Harald, gegen dich habe ich doch erst vor, was war's denn? Vor 3 Spielen oder so gespielt? Irgendwie sowas. Da konnte ich es für mich entscheiden. War aber, glaube ich, gar nicht so einfach. Der hat ganz gut gespielt. Schauen wir mal. Der Rhino Specialist hier mit zusammen ist interessant. Hiermit könnte man Assman spielen. Ist gar nicht so ein schlechter Start. Cost Control und Aerial. Alles möglich. Ich glaube aber, ich nehme den Rhino Specialist. Es ist immer ein bisschen komisch mit Sledgehammern und Crawlern zusammen, weil die so ein ungleiches Tempo haben. Okay, und er ist Elite. Das bedeutet. Und hat Artillerie. Das heißt, ich stelle einmal Crawler hier schon so in die Mitte. Meist wird das ja hier dann dolle abgelenkt. Und dann lasse ich die hier etwas später kommen. Jetzt die Frage, stelle ich mich hier auf eine Seite oder auf zwei Seiten? Ich glaube, ich mache das mal hier auf zwei Seiten. Dann ist immer noch die Frage, was man hier weiter noch ergänzt. Eigentlich will man hier fast noch mehr Crawler haben. Ja, gegen das, was er hier hat. Er wird wahrscheinlich Arclights ergänzen. Das ist durchaus möglich. Und dann lasse ich die von hier so schräg noch kommen oder treffen die dann zu sehr gleichzeitig ein. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich könnte den natürlich auch gleich ganz hinten hinstellen. Wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich glaube, so ist das gar nicht schlecht. Ich probiere es mal so aus. Dann schalten wir hier noch Marksman frei. Good luck, fun, genau. Und los geht's. Oh, er stellt sich hier vorne auf. Interessant. Hier hat er die Level 2 Crawler. Höchstwahrscheinlich wird er dann hier den Tower upgraden, aber muss er natürlich auch erstmal investieren. Ich hoffe, dass er jetzt hier nicht so schnell durchkommt. Oh, meine Crawler kommen durch. Das ist hervorragend. Das heißt, die sind hier gleich an seiner Artillerie dran. Und jetzt hat er so ein bisschen ein Problem, muss man sagen, weil er muss sich ja eigentlich hier um diesen Tower kümmern und hier hat er ja jetzt auch verloren. Und selber eine Flanke spielen wäre natürlich für ihn. Eine Möglichkeit ist aber natürlich für Elite auch sehr teuer. Andererseits, wenn er jetzt hier Level 2 Crawler hinstellt, kann ich auch nicht einfach einen eigenen Crawler noch hinstellen, ja. Gut, was machen wir hier? Natürlich, hier hat er schon diesen einen Marksman. Die Phönixe schlagen natürlich eigentlich alles, was hier ist. Das heißt, ich glaube, ich nehme mir tatsächlich sogar einen Phönix. Schwierig zu sagen. Der eine Phönix, ist der dann überhaupt so schlimm? Sind halt gegen die anderen Phönixe dann gut, ja. Level 2 Tarantula auch gefährlich. Ich glaube, ich nehme hier den Phönix. Eventuell stelle ich den sogar hier hin, um hier durchzupushen. Könnte man machen, hier so ein bisschen außen. Die Upgrade ist, denke ich, ganz gut. Die bleiben halt hier dolle hängen, aber die machen hier auch viel Schaden. Er könnte hier natürlich auch dolle durchpreschen. Ich glaube, ich versuche ihm hier nochmal Probleme zu machen. Und dann packen wir hier eventuell nochmal welche davor, die hier so ein bisschen später kommen. Machen wir das mal so. Falls er hier eine Phönix-Flanke macht, dann laufen die noch ein bisschen später nach vorne und die kriegen noch ein Level dazu. So, aber ich habe hier vor allem auch Angst vor. Oder stelle ich den hier so hin, dass der hier gegen feindliche Phönixe auch noch gut wäre? Das wäre doch gut. Die kehren dann hier um, wenn die da sind. Und dann snipen die das hier trotzdem raus. Schauen wir mal. Oh ja, und ein Skorpion. Okay. Jetzt hätte ich doch gern hier mein Phönix an der Stelle. Könnte ich aber natürlich auch noch holen. Hat er schon Replicate gedrückt? Nein. Jetzt werde ich hier höchstwahrscheinlich das verlieren. Der Tower fällt. Jetzt muss ich hier natürlich viel abräumen. Und an Anti-Air hat er nur den einen noch.
Gott, die verfolgen jetzt hier ewig diesen einen Crawler. Ich glaube, dass er jetzt hier gleich Replicate drückt. Muss ich aber auch machen. Senior Sticky Oilbomb. Sticky Oilbomb ist generell auch interessant. War jetzt hier auch nicht so unbedingt, ja. Mache ich das jetzt hier? Was nehme ich denn davon? Ich meine, ich kann versuchen, ihn hier dolle zu verlangsamen. Ist halt auch immer die Drohung. Ich meine, ich behindere mich auch selbst, wenn meine Crawler hier reinfahren wollen, dass ich hier irgendwie mal mit Feuer spiele, ja. Was ich aber natürlich auch machen kann, ist die upgraden und einfach das draufsetzen. So, dann wird es jetzt für mich teuer. Also ich drücke auf jeden Fall Replicate. Und jetzt muss ich noch irgendwie was ergänzen. Idealerweise halt hier noch einmal Phoenix. Der Seite. Auch hier packe ich die so ein bisschen hinten hin. Dann können die dagegen vorgehen. Ich glaube, dass die hier sehr lange beschäftigt sind. Gern hätte ich hier auch noch die Upgrades vergeben für die Crawler. Aber ich denke, einen Kredit will ich hier natürlich nicht ausgeben. Gucken wir mal. Hat den Scorpion verkauft. Hat jetzt hier Level 2 Balls genommen. Hat er jetzt Replicate gedrückt? Nein, hat er nicht. Schauen wir mal, wie schnell ich jetzt hier auf der Seite bin. Wahrscheinlich nicht allzu schnell. Na, die replizieren sich jetzt hier. Das ist schon mal ganz gut. Ich meine, wenn er jetzt sowas wie Fire Badger oder so kriegt, dann wird es halt richtig gefährlich. Ich bin mir aber noch nicht so sicher, wo ich hier so richtig hin möchte. Jetzt habe ich hier einen Rhino. Das ist natürlich eigentlich da auch sehr gut. Puh, und selbst der Vulcan ist super stark. Ist die Frage, ob ich ihm hier hinten einfach einen Vulcan hinsetze, ist natürlich sehr teuer. Aber ich glaube, ich mache das tatsächlich. Jetzt mal einmal hier den Vulcan hin. Das könnte er bei mir natürlich auch machen. So, die brauchen jetzt hier alle Upgrades. Höchstwahrscheinlich muss ich sogar hier im Bohrer noch drücken. Wo stelle ich den hin? Den könnte ich hier mit hinpacken. Dann könnte ich den flexibel irgendwo hinlenken. Dann muss ich eigentlich dafür sorgen, dass ich hier fortifiere. So, dann arbeite ich eigentlich mit noch mehr Crawlern. Oder ich gebe gleich noch Bohren aus. Oder ich nehme hier halt noch einen Phönix hinzu. Ich glaube, noch ein Phönix ist gar nicht so schlecht. Den packen wir vielleicht sogar hier hin. Dann ist er eventuell gegen einen Vulcan noch da und eventuell hier gegen die Balls. Die würde ich natürlich hier gerne abfangen. Ich denke nur, dass diese Rakete schräg geht. Ich setze mal die hier weiter hinten in die Rakete. Die wird dann eventuell falsch ausgelöst. Vielleicht sollte ich aber auch einfach Speed spielen. Oder ich heb mir das Geld auf. Schwierig zu sagen. Ich meine, wenn ich die hier wegballer, dann bin ich richtig schnell durch. Die sind ja auch potenziell Level 2. Gucken wir mal. Okay, er nimmt jetzt ein UFO. Dann ist natürlich eigentlich ganz gut, dass ich jetzt hier meine Phönixe habe. Weil die ein bisschen schwach auf der Brust sind aktuell noch. So. Hat er das jetzt geabt, ja. Meine Phönixe machen hier natürlich gut Schaden drauf. So, jetzt bitte diese Phoenix hier drauf. Oh, er hat das, ja, er hat das Modul noch drauf. Und ich habe hier nämlich kein Charge Shot. Das heißt, den kann ich hier niemals besiegen, habe ich das Gefühl. Diese Level 2 Phoenix könnten das schaffen. Ja, jetzt hier schnell auf ihn drauf. Oh Gott, das ist ja noch Debuff. Ja, aber ich meine, da will man jetzt natürlich
Pen Melter hinstellen. Normalerweise, vielleicht sollte ich das aber sogar machen. Wespen sind interessant. Sowas wie Anti-Air-Wespen müsste man dann aber direkt spielen. Kann man machen. Wenn er das spielt, ist aber doof, wenn ich hier eine richtige Investition reingesetzt habe. Aber Anti-Air-Wespen sind hier schon sehr gut. Die sind dann so vor den Phönixen. Muss ich aber eigentlich auch wieder sofort mit Reichweite noch spielen. Und hier brauche ich halt eigentlich auch nochmal zusätzlich Chaff. Ich mache das gleich mit zusätzlich Reichweite. Setzen wir den hier noch so mit hin. Machen wir das direkt so. Metzeln uns hier durch. Hier noch ein Upgrade. Der muss auch mit dem Level hinterher. Replicate hat er hier immer noch nicht gedrückt. Die setze ich hier noch mit hin. Oh oh, ob das hier gut geht, liebe Leute. Oh nein, er hat hier Typhoons genommen. Meine armen Wespen. Kommt, geht auf die UFOs. Ein UFO ist down. Oh nein, es funktioniert nicht. Ich bleib hier hängen an dem Mist. Es funktioniert nicht. Die gehen einfach nicht da drauf. Den Tower muss ich noch upgraden. Komisch, dass die hier nicht gezielt drauf gehen. Warum fokussieren die denn den noch? Ich habe jetzt so viel Geld da reingesteckt. Und am Ende muss ich jetzt noch einen Melter bauen. Vielleicht muss ich auch selbst noch UFOs davor stellen. Das ist auch übel. Das Ausschalten. Er kann mich halt hier ausschalten. Die Fähigkeit von ihm kann man ja nicht ausschalten, aber wenn er halt irgendwas darauf drückt wie Reichweite, dann wird es halt gefährlich. Hier hat er direkt die hingestellt. Muss ich halt unbedingt Crawler bauen. Ich meine, ich habe hier super in Wespen investiert. Gebe ich denen nochmal extra Reichweite? Bringt auch nicht so viel. Komm, ich gebe noch einen Bohrer aus. Ich hoffe, dass es am Boden dann irgendwie klappt. Gebe ich denen noch ein Upgrade? Bringt eigentlich gar nichts. Die könnte ich hier wegnehmen, aber andererseits repliziere ich mich ja an denen. Vielleicht könnte ich die hier außen direkt noch schwächen. Das Rhino könnte ich verkaufen. Oh, ist das schwierig jetzt. Er hat hier die Reichweite ausgegeben, aber die schalte ich jetzt zumindest hier aus. Er hat mich jetzt aber nicht ausgeschalten, lustigerweise. So, die gehen jetzt hier gut drauf. Sehr schön. Hier kommt er fast durch. Hier kommt er immer noch so dolle durch. Das stört mich doch sehr. Jetzt kommt hier wieder der Debuff zur Unzeit. Ja, genau. Komm, der muss aber noch sterben hier. Wie mache ich denn das jetzt hier? Ich meine, da auf dem Boden habe ich immer noch so das Problem, ja. Da kommen dann so viele Crawler hinten durch. Wer hat denn doch gar kein Replicate gewählt? Senior Defense. Nimmt man das hier einfach mit? Ich glaube ja. Ich meine, die stallen ja hier trotzdem ganz gut. Die kriegen noch ein Level.
Ich könnte auch noch das Bomber-Upgrade hier ausgeben, aber irgendwie wirkt das auch nicht so toll. War der hier eigentlich effektiv? Könnte ich die Tanks hier eigentlich verkaufen? Und dann das auf den packen. Was ist, wenn ich hier einfach mal hinten öle, dass das viel später kommt bei ihm? Ja, also packe ich hier vielleicht das Öl hin. Dann kommen die Crawler da super spät durch. Und bis dahin haben sich hier meine Wespen dann drum gekümmert. Diese extra Reichweite hat ja hier durchaus was gebracht. Hat sich auch als effektiv erwiesen. Ich bin fast dafür, hier noch ein Bomber-Upgrade auszugeben. Die kommen hier auch nochmal hin. Wahrscheinlich muss ich hier das Upgrade auch nochmal ausgeben. Ja, und ich arbeite halt hier mit noch mehr Crawlern, die hier noch mit reinlaufen. Nehme ich hier gleich noch was raus, zusätzlich. Hier unten diese Crawler in der Mitte. Vielleicht schon, dann gehen die Wespen da noch mit drauf. So richtig optimistisch bin ich hier nicht. Oh ja, bombt die mir jetzt viel weg. Gefährlich, gefährlich. Gut, also diese Wespen sind hier hervorragend. May I ask why you put the oil so deep? To slow the crawlers. Aber hat ja nicht funktioniert. Also, hat ja schon funktioniert. But doesn't it do the same if you put it more on your side? Hm. Wenn ich es weiter bei mir vortue, ich sage jetzt einfach mal maybe. Wenn ich es weiter bei mir vorne hinpacke, dann laufen die ja eventuell schon unter die UFOs und dann kriege ich die UFOs nicht mehr fokussiert, ja. So, das heißt hier, das muss ich jetzt eigentlich irgendwie anzünden. Eigentlich sind hier Boote auch ganz okay. Aber der Melter, glaube ich, auch. Der Melter braucht einmal Reichweite. Ich brauche hier Reichweite. So. Jetzt muss ich das hier irgendwie anzünden. Das heißt, den muss ich hier hinpacken. Und der muss das da alles anzünden. Hat der jetzt hier überlebt oder nicht? Das ist die große Frage. Ich glaube, den verkaufe ich und packe das da drauf. Und dann packe ich hier vielleicht einfach noch einen Melter hin. Weiß zwar nicht, ob das funktioniert. Ja, und eigentlich halt noch Bomberwespen mehr. Und wenn ich schon so viele Wespen-Tags habe, dann muss ich hier noch mehr, Wespen bauen. Dann packe ich die hier noch mit hin. Dann hier noch eine Ration. Hier Anti-Missile. Hier noch Bomben. Ja. Hätte ich vielleicht auch Anti-Missile spielen müssen. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe verloren hier. So, zündet er das jetzt hier an? Schafft es nicht. Oh nein. Doch, jetzt zündet das an. Aber die sind hier schon zu nah dran. Jetzt habe ich verloren. Sehr chaotisches Spiel hier von mir. Sehr chaotisch. GG. Hat eigentlich ganz gut begonnen. Aber dann so diese Wespen-Crawler-Kombination, das hat einfach nicht so richtig funktioniert. Wenn er in der Theorie sah das so ganz nett aus. Aber praktisch war das dann nichts. Ich muss nochmal kurz das Spielfeld hier anschauen. Ich war aber erstaunt, dass bei ihm der Chaff-Clear dann doch so gut funktioniert hat. Ich dachte halt, dadurch, dass sie sich viel replizieren und dann auch ein bisschen später noch reinkommen, ja, die UFOs sind gut, aber dass halt immer genügend Crawler trotzdem übrig sind.
Und auch, dass die Wespen hier besser funktionieren noch gegen die UFOs. Ja, die High-Level-Wespen schon, aber diese Level-1-Wespen, die haben ja gar nichts gemacht. Man sieht ja auch, dass sie einfach keine Level bekommen haben, ja. Die haben einfach keine Kills produziert und waren dann halt auch oft noch mit den Bodeneinheiten beschäftigt, statt halt auf die ER-Ziele zu gehen. Also, ich denke, vielleicht die Einheitenkombination ganz okay. Vielleicht hätte man auch Parkrawler noch weiter hinten hinstellen müssen, dann hätte ich aber kaum eine Frontline gehabt. Nicht so einfach. Hat aber gut gekontert. Und schauen wir mal noch, wie viele Punkte es mich hier gekostet hat. 29 und jetzt hier bei 1974. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.